Leute, es ist wieder eine neue Woche. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Heat. Wir machen heute weiter mit der Story. Wir wollen heute noch ein bisschen Story-Mode fahren und ja, fahren mal da hoch, weil wir brauchen ja schließlich irgendwie gerade mal einen Spawnpunkt. Wo kann ich denn spawnen? Wo kann ich die denn holen? Ist da hoch erstmal. Okay, dann fahren wir da hin. Oder springen wir da hin? Mann, das war ärgerlich in der letzten Folge. Das hätten wir so gehabt. Ich hätte die Kopf weg gehabt. Ich bin aber jedes Mal nochmal zwei, drei Mal mit runtergefallen, dass ich dir gedacht habe. Wieso kann ich... So. War mal... Ich hoffe, es ist kein Schaden, aber es zieht wahrscheinlich nur den Verfolgungsjagd zu haben. Ne? Ich habe, glaube ich, darauf geachtet. Na gut. Ja, heute machen wir mal wieder ein bisschen Kampagne. Weit machen. Ärgerlich, das wäre Level 24 gewesen, zwar voller Kanne. Aber ich habe gerade überlebt, ich bin Stufe 3 nicht mal. Heute spielen wir kein Party Crasher. Da bist du ja. Das sind Haley und Manta, aus der League. Hallo. Legen wir los. Es gibt ein PR-Event für den Showdown beim Observatorium. Sämtliche Medien sind da. Wir crashen die Party, erregen Aufmerksamkeit, locken die Kameras bis zum Lagerhaus und sorgen für Schlagzeilen. Können wir jetzt los? Ich fahre mit dir. Wir wollen ja keine Sprint rennen, wir machen Partyköcher. Jetzt geradeaus! Ganz sicher? Jetzt heben wir ab! Oh nein. Wir sind wieder zu betreuen mittlerweile. Ich würde gern heil nach Hause kommen. Ich glaube, es funktioniert! Ja, das ist eine Nachricht wert!
Wink Ciao Ciao mal zu. Wie wär's, wenn wir die Hände am Lenkrad lassen? Der Schaden ist doch so schon groß genug. Du gönnst einem auch überhaupt keinen Spaß. Alles klar, der Nachrichtenheli folgt uns. Und jetzt schön lächeln. Oh, sah eh nach einer öden Party aus. Ihr habt fast meinen Wagen erwischt. Hey, Ciao Ciao. Das nennt man präzise. Geht's allen gut? Ja, alles okay. Ein paar verschüttete Drinks, aber keine Verletzten. Wie sieht's bei euch aus, Rivera? Alles cool. Ich folge dir. Okay, wir haben die Presse am Haken und sind auf dem Weg zum Lagerhaus. Jetzt müssen wir nur zusammenbleiben und sie bei Laune halten. Wie lange müssen wir das hier noch durchziehen? 30 Sekunden vielleicht. Ich genieße das hier viel zu sehr. Und dabei fahre ich noch nicht mal selbst. Ich bin's nicht gewohnt, Zweiter zu sein. Ja, Pech, das wird heute nur mal passieren. Wir sind fast da. Nur noch kurz über die Brücke. Na, endlich. Wenn die Medienleute diesen Ort sehen, fliegt die ganze Operation der Kopf auf. Das wird episch. Hier kommt der Backe, Alter, was willst du jetzt erwarten? Aber es ist leer. Sie haben sauber gemacht. Rivera, du bist tot. Du führst mich in so eine Scheißfalle. Die Leak hat ein gutes Gedächtnis. Sie wird das hier niemals vergessen. Wir wollen keine Einladung in die Leak. Ich hab doch mehr Angst vor dem Gefängnis. Schüttel die Kerle ab. Elite-Jäger ist vor Ort und bereite die Verfolgung einzubrechen. Ist hier irgendwo eine Tankstelle oder so? Hier oben. Wie werden wir diese Kerle nur los? Ich schicke den Wagen jetzt nach. Software konnte den Wagen nicht aufhalten. Ich setze jetzt wieder auf Hardware. Dieser Trottel steht offenbar drauf, ich werde nicht dran. So sollte diese Nacht nicht ablaufen. Uns reingelegt? Warum sollte sie? So, ich muss jetzt gerade gucken, dass ich hier wegkomme.
Bescheid und werden uns zum Schweigen bringen wollen. Genau wie jeden, der es noch wissen könnte. Shit! Lucas! Komm schon, geh ran, geh ran, geh ran! Er geht sonst immer ran! Wir müssen zurück zur Werkstatt! Der Wagen ist weg, also vergessen. Ich schau mal, ob ich in den sozialen Medien ein paar Remi-Mans finde, zu denen ich euch stattdessen schicken kann. So, um das klarzustellen, ihr habt aufgegeben. Richtig. Vielleicht kopflos zu werden. Aber hey, wir haben es geschafft. Lucas? Lucas! Lucas! Oh shit, nein, nein, nein! Hey, 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 geht's dir gut? Hablame. Haut ab. Wir müssen ihn losschneiden. Was ist passiert? Wer war das? Das bin ich gewesen. Ich weiß nicht, was Sie hier vorhaben, Mann, aber hören Sie auf. Aus dem Weg, Süße. Ich fange gerade erst an. Bitte. Er hat nichts mit der Sache zu tun. Lassen Sie ihn da raus. Ich habe gehört, dein Bruder soll früher ein echter Dolor en el culo gewesen sein. Aber du? Shit. Sie haben nichts getan. Ich bin's gewesen. Oh, ich weiß. Glaub mir, es gibt hier echt jede Menge Schuld zu verteilen. Jede Menge. Ihr zwei, ihr kommt mit mir. Es tut mir so leid, Lucas. Es tut mir leid. Schon okay. Hey, ich sag's nicht nochmal. Nein, bitte. Wohin bringen Sie sie? Wir fahren nur aufs Revier und unterhalten uns. Du bleibst hier. Scheiße. Haben wir es einmal geschafft, tatsächlich. Wir kriegen das wieder hin. Sind am Revier vorbei. Sagt, wo fahren wir hin? Als Maul. Ihr. Ihr habt's entdeckt. Wie? Was meinen Sie mit wie? Sie haben uns reingelegt. Jemand hat geredet und ich will wissen, wer. Wir sagen ihm gar nichts. Denkst du, das ist ein Spiel? Spuck's aus! Sie wollen wissen, wer Ihre Plaudertasche ist? Wir sagen es Ihnen erst, wenn Sie uns gehen lassen. Oh, ihr werdet reden. Ich bring euch zum Reden. Und weißt du, wer dann dran ist? Dein dämlicher Schwachkopf von Bruder. Mal sehen, wie tough er noch ist, wenn ich seine beschissene Werkstatt in die Luft jage. Wer zur Hölle war das? Lucas, hol uns hier raus. Geht's euch gut? Lucas, ja, alles okay. Hauen wir ab. Soll ich vielleicht fahren? Genau das dachte ich auch. Kommt, kommt. Sekunde, wartet. Bin gleich wieder da. Was zum Teufel hat sie vor? An alle Einheiten. Officer benötigt Hilfe. Möglicher Unfall ergibt viel zu viel. Ich bin jetzt vor Ort. Officer am Boden. Anna, mach schon! Verdächtige versuchen zu flüchten. Aus dem Weg, Süßer. Ich fang gerade erst an.
können wir hin? Pass auf. Ich wüsste, was in North Cloud Bank. Halt uns einfach aus Ärger raus. Der Wagen ist noch fertiger als ich. Hey, Dex. Ich brauche deine Hilfe. Okay, was ist los? Kannst du mit ein paar Freunden meine Wagen von der Casa Rivera nach North Cloud Bank bringen? Klar. Sagst du mir auch warum? Die Cops suchen nach uns. Das heißt, wir können nicht mehr zurück. Die Schlüssel hängen am Haken. Ich schicke euch die Adresse, sobald ihr die Wagen habt. Ist Lucas bei dir? Ja. Okay, ja. Dann kenne ich den Ort. Wo zur Hölle fahren wir hin? Es ist sicher dort. Vertrau mir einfach. Ihr steht jetzt also Polizeieigentum? Torres! Dein Plan hätte uns fast umgebracht. Gebt mir einfach den Laptop und haltet euch raus. Ihr habt keine Ahnung, was da drauf ist. Also jetzt machst du mich neugierig. Gebt mir den Laptop. Wir melden uns. Hier ist es. Geschafft. Das ist ja krass. Ich bin hier bestimmt schon 1000 Mal vorbeigefahren. Was ist das für ein Ort? Jedes Mal, wenn wir zu Hause Stress hatten, bin ich hergekommen. Dann warst du echt oft hier. Seit Papis Tod nicht mehr. Lucas, was ist passiert? Es gab ein Rennen. Es war nicht nötig, aber ich wollte immer mehr, weißt du? Also, die Cops kamen und dann war's das. Dann durfte ich jemanden anrufen. Papi ging ran. Ich war auf Streit eingestellt und hab mir überlegt, was ich sagen soll. Aber zum ersten Mal gab es kein Geschrei. Gar nichts, nur Stille. Er legte auf und 3 Stunden später war ich immer noch da. Ich habe gedacht, er will mich da schmoren lassen. Dass er mich leiden lässt. Ich war die ganze Nacht in dieser Scheißzelle und habe ihn innerlich verflucht. Ich habe ihm so viel Scheiße gewünscht, nur weil er mich nicht rausgeholt hat. Nächsten Morgen kam ein Cop rein und meinte, dass er tot ist. Direkt nach meinem Anruf hatte er den Infarkt. Ich hätte es dir erzählen sollen. Du bist nie drüber weggekommen? Nein, wie könnte ich? Lucas, du darfst dir nicht selbst die Schuld geben. Du kannst nichts dafür. Wenn ich doch nur früher aufgehört hätte, auf ihn gehört hätte. Es ist zu spät. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern. Also lebe weiter. Da draußen gibt's Leute, die uns zerstören wollen. Sie wollen alles kaputt machen, wofür wir stehen. Alles, was Poppy aufgebaut hat. Ich werde das nicht zulassen. Und du? Wenn wir sie aufhalten wollen, kann ich zumindest den richtigen Wagen dazu beisteuern. Ja. So gefällst du mir. Und der gehört auch zum Plan. Mercer hatte Aufnahmen von uns. Also gibt es auch Videos der Operation. Genug, um ihn zu Fall zu bringen. Und der liegt zu beweisen, dass wir nichts damit zu tun hatten. Ach, shit! Wir brauchen das Passwort, verdammt! Lass uns raten. Hat Mercer eine Katze?
Das war nicht dein Ernst, oder? Oh, hast du eine bessere Idee, du Genie? Ich schon. Wartet hier. Krasse Sache. Die Sympathieköcher und den haben wir abgeschlossen. Und wir nehmen die komplette Kohle mit und auch die Reputationspunkte. So. Gehen wir in die Garage. Hey, ich dachte, du hast einen Plan wegen des Laptops. Solange er nicht entsperrt ist, kommen wir nicht weiter. So, gucken wir mal. Kühlung. Nehmen wir die Kühlung mit. Auf alle Fälle. So, dann machen wir weiter in der nächsten Folge und dann gucken wir mal, wie weit das mit der Story weitergeht.